Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Terraria Togethers. Terraria! Ja, ihr hört schon, ich bin mal wieder nicht alleine, wie es ein Together eben so an sich hat. Und warum wir jetzt immer noch hier im Menü sind, ganz einfach. Wir müssen dieses Mal aus logistischen Gründen zusammen an einer Konsole aufnehmen. An einer Konsole! Ja, Mary ist heute meine Opernsängerin. Sprich, ich werde jetzt einfach ein bisschen auf unserer Karte weiterspielen, während Mary charmant, sarkastisch, was auch immer, durch den Abend leitet. Mit mir argumentiert, Quatsch, kommentiert, so rum. Guck mal, Hase. Was macht der denn hier unten? Wir haben übrigens den Vorschlag bekommen, unseren Haushasen Kürbis zu nennen. Ich finde den Vorschlag sehr charmant. Ja, ich finde die Idee auch gut und jetzt müssen wir halt nochmal kurz hochrechnen. Wir haben jetzt schon ungefähr 20 Hasen getötet. Ich bin schon wieder so leise. Nein. Kürbis A, Kürbis B. Nein, wir nennen ihn einfach Kürbis 21. Hallo Kürbis 21. Okay, also das ist jetzt unser Kürbis 21 Hase. Genau. Und bevor wir jetzt hier noch länger Scheiße labern. Ertrinken wir. Nee, versuchen wir mal ein bisschen was an Ärzten zu finden. Oder dem einen oder anderen Gegner aufs Maul zu hauen. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch an Ärzten? Wir brauchen... alles, was wir finden können. Und zwar für... wir wollen dir noch eine gescheite Waffe basteln und ich bräuchte noch ein Stück Rüstung. Hast du nicht? Stimmt, wir haben uns entschieden, dass Lukas zuerst die Waffen kriegt und ich krieg die Rüstung. Und wenn wir dann genug Scheiß haben, kriegt er dann dementsprechend eine Rüstung und ich krieg eine Waffe. Das wusstet ihr natürlich schon, weil ihr alle Folgen tapfer mitverfolgt. Nur nochmal zur Rekapitulation. Genau. Ist das Gold daneben dran? Ich glaube, das ist Eisen. Nein, es ist Sand. Nein, das da ist Eisen. Moment. Zack. Wo ist Eisen? Da. Das da ist Eisen und das da unten ist auch Eisen. Oh! Das heißt, es hat sich schon mal ganz gut gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel spielt und es ist ein Nachfolger und dann wird aus dem Vorgänger gespoilert? Das ist scheiße. Ja, Mary hat das nämlich eben vor 3 Sekunden noch erlebt, deswegen ist das jetzt, das muss jetzt aus ihr raus, das muss sie jetzt erzählen. Ich spiele gerade auf dem 3DS Virtuous Last Reward. Wir schreiben es am besten nochmal in die Beschreibung, sonst weiß jetzt keiner, wie es geschrieben wird. Und das ist jedenfalls ein Nachfolger. Und da wird jetzt halt fröhlich aus dem Vorgänger gespoilert, den ich auch noch spielen wollte. Weil der Vorgänger hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht erschienen ist. Der heißt nämlich wie? Nein, heißt der. Also er heißt 9 Persons, 9 Hours, 9 Doors oder so, jedenfalls 3x die 9. Und wenn ihr das auf YouTube sucht, dann sucht bitte jetzt nicht das deutsche 9, sondern die englische Zahl 9, sonst kommt ihr zu diesem Adolf Hitler Video. Nein. Ja, und jedenfalls, weil ich dachte, dass es irgendwie also auch nie die große Fanbase hatte, dachte ich, die machen jetzt den Nachfolger so ziemlich neu. Alleinstehend und ohne jetzt aus dem Vorgänger zu spoilern, aber nein. Vor allen Dingen kannst du, es ist so eine Visual Novel, das heißt, es wird ziemlich viel gelabert und ich kann es halt einfach nicht mittendrin aufhören und den Vorgänger spielen, weil ich dann nämlich aus dem zweiten Teil so dermaßen raus bin, dass ich einfach von vorne anfangen kann. Und bei 40 Stunden Spielzeit hat man da nicht unbedingt Bock drauf. Da seht ihr mal, was man als Gamer so für Probleme hat. Furchtbar, nicht wahr? Genauso wie Spielstände, die verschwinden. Oh ja. Wenn ihr meine Tokyo Jungle Videos guckt, dann kennt ihr das Leid, das ich geklagt habe. Ich hatte einen relativ großen Final Fantasy XII Spielstand mit, glaube ich, etwa 150 Stunden, der dann in den Äther gegangen ist. Moment, hast du die Story dazu auch erzählt? Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nie erzählt. Also die Story... Ich will es jetzt nicht machen, sonst hassen mich alle Zuschauer, die jemals ein Final Fantasy gespielt haben und gemocht haben. Wow. Nein, die Story zu meinem verschwundenen Spielstand geht nämlich folgendermaßen. Ich wollte gerade speichern und war gerade am Speichern und meinte zu Lukas, mach doch bitte die Konsole aus. Und ich, weil ich eben ein treuer Gefolgsmann bin, spring zur Konsole mit all meiner Kraft. Drücke auf den Ausknopf. Das Ding ist nur, Mary hat mir diesen Befehl einen Ticken zu früh gegeben und das Ding war noch am Speichern. Und dann ging die Konsole aus und... ja, ist auf jeden Fall Final Fantasy XII auf der PlayStation 2. Das heißt, ich mache das Ding panisch wieder an, versuche meinen Spielstand zu sehen und er ist weg. Ja. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich habe nur den Befehl, dass ich die Konsole ausmachen soll, blind Folge geleistet, wie das eben so meine Art ist. Deswegen gebe ich Lukas auch keine Schuld daran. Oder ich gebe
eigentlich niemandem die Schuld daran. Das war jedenfalls ein blöder Zufall. Trotzdem war ich sehr traurig über meinen verlorenen 150-Stunden-Spielstand. Nachvollziehbar. Inzwischen bin ich aber wieder soweit. Ich bin jetzt sogar ein Stück weiter. Habe aber jetzt nicht so lange gebraucht, weil ich jetzt nämlich gedacht habe, ach, scheiß drauf, ich spiele das Zeug jetzt mit Lösungsbuch. Ja, ich habe es nämlich, warum habe ich ein Lösungsbuch gekauft, wenn ich es nicht benutze? Und den Teil, den ich jetzt halt schon gespielt hatte vorher, spiele ich jetzt halt mit Lösungsbuch, mein Gott. Weil ich denke, wenn ich das sowieso schon kenne und die Umgebung und sowieso nicht. Und was ich jetzt halt nicht kenne, spiele ich halt ohne Lösungsbuch so. Ololo. Good old gamer style. Good old gamer style. Es soll nämlich noch Leute geben, die ohne Lösungsbuch und ohne FAQ und ohne Internet ihr Spiel durchspielen. Manchmal geht's aber nicht. Catherine zum Beispiel. Catherine ist ein wunderbares Beispiel. Catherine ist ein ganz grandioses, absolut japanisches, grandioses Spiel. Bockschwer. Absolut bockschwer, fast unschaffbar, sogar auf leicht. Ich hab's auf leicht gespielt. Boah. Also ein kurzer Überblick, ihr seid quasi so ein typischer Loser-Typ, der in einer Beziehung steckt und bla bla bla. Und dann hat er quasi hier so ein bisschen Fremdgeh-Aktion mit einer scharfen Alten, die zufällig genauso heißt wie seine Frau, nämlich Catherine. Und seit diesem Zeitpunkt wird er dann von Albträumen geplagt, die dann eben das Hauptspielelement sind. Und da muss man dann quasi nach oben klettern, indem man Blöcke verschiebt. Das ist so Puzzlespiel eigentlich, aber ziemlich abgefuckt und ziemlich, ziemlich schwer, weil wenn ihr einmal Scheiß baut, dann kommt ihr nicht weiter. Während man von gruseligen, abgefuckten Monstern verfolgt wird. Der Unterleib einer Frau, der euch mit dem Arsch essen will und sowas. Unfassbar. Jedenfalls bockig schwer, sogar auf leicht. Und die Geschichte war dann folgende, dass ich dann da saß und Lukas saß neben mir und hat YouTube aufgemacht. Und alle 2 Sekunden, zeig, wie es weitergeht. Okay, stopp. Okay, weiter. Okay, stopp. Okay, weiter. Und immer bei Stoff habe ich immer nachgemacht, was die da gemacht haben in den Videos. Ja, wir mussten dann tatsächlich einen Walkthrough bemühen. Und das ist dann tatsächlich ein herber Einschnitt in unserer glorreichen Gamer-Karriere gewesen. Und manchmal geht's einfach nicht. Nee. Manchmal sind die Spiele einfach so bockig, da geht's einfach nicht. Genauso wie ich ja momentan Pokémon suchte, wie blöd. Und ich glaube, ohne Bisa-Fans wäre ich komplett aufgeschmissen. Ja, aber das ist ja wieder was anderes. Es ist ja nur so... Ich sag mal, es gibt ja zum Beispiel bei der Auswahl der Pokémon und sowas, da hält sich ja keiner an so einen exakten Lösungsweg. Weil du ja zum Beispiel auch nicht beeinflussen kannst, wann du welches Pokémon im Gras findest und so. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Dürft ihr mal in die Kommentare posten, welches Pokémon mögt ihr? Ich war immer großer Fan von Feuer-Pokémon. Und ich liebe Flamara. Aber ich liebe generell so die Entwicklung von Evoli und ich mag auch Vulpix wahnsinnig gern. Ich mag so ziemlich alle Pokémon, die süß sind. Süß und hübsch. Und Glumanda. So, jetzt schauen wir doch mal, ob ich überhaupt noch irgendwie was herstellen kann mit dem Eisen und Zeug. Ja, richtig. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Scheiß, um nächstes Mal auch mal zu Terraria zurückzufinden. Ja, wir sind immer noch bei Terraria, wie ihr vielleicht sehen werdet. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen gar nichts. Wir haben überhaupt nichts. Ach so, du hast natürlich jetzt, glaube ich, auch noch Sachen in deinem Inventar. Nee, hast du nicht. Ich habe alles Wichtige in die Truhe gepatscht. Nee, hast du mir, glaube ich, alles in die Hand gedrückt, bevor wir angefangen haben. Und glaub nämlich auch, dass ich dir zumindest meine Bronzebarren und so ins Inventar geschmissen habe. Also ein Silberbreitschwert kann ich dir schon mal herstellen. Das ist schon mal cool. Das würde ich aber sagen, machen wir dann, wenn du da bist. Dann kann ich es dir gleich in die Hand drücken. Wo stellen wir eigentlich das Bett hin? Da ist überhaupt kein Platz drin in dieser ganzen Bude. Ja, wir sind ja flexibel. Wir können ja expandieren. Nach oben. Wir stellen es aufs Dach. Den schiefen Turm von Kürbis. Und dann schauen wir mal, wo es noch hingeht. Und jetzt auch an alle Zuschauer, die jetzt da sitzen und denken, schon wieder Mining und so. Und langweilt der uns jetzt zu Tode, die nächsten Folgen. Meine Idee war jetzt eigentlich, dass wir ab und zu mal noch ein bisschen privat spielen und noch ein bisschen was zusammensammeln. Oder ich zumindest, Mary ist da eigentlich nicht so ein Fan von. Ich bin eher so der Minecraft-Typ. Ja, also Mary ist eher Minecraft-Typ, aber es gibt halt quasi noch niemanden auf YouTube, der Minecraft macht. Ihr wisst, was ich meine. Und dann würde ich halt sagen, wenn jetzt nicht von euch eine komplett andere Meinung kommt, dann gibt es dann quasi mal ein paar Aufnahmen. Quatsch, ein paar... Sessions, genau, ein paar Sessions off the record. Moment, da ist noch was. Und die Ergebnisse zeigen wir euch dann wieder im Let's Play. Dann müsst ihr halt nicht ewig mit angucken, wie ich in irgendwelchen Höhlen rumrenne und Mary irgendwelche Hasen füttert. Sondern, ich wünsche, ich könnte sie füttern. Das wäre so toll, wenn du die füttern könntest. Du würdest nichts anderes machen, als die ganze Zeit die scheiß Hasen füttern. Ja. Ja, also wie gesagt, wir werden halt dann... Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, was euch lieber ist, ob wir das meinen zeigen wollen, weil das ist ja schon irgendwie auch ein Spielelement.
Oder ob wir dann eben sagen, nein, kein Main, wir wollen einfach nur ein bisschen Action dann auch haben, wir wollen mal ein paar Bossfights sehen und so. Sagt uns eure Meinung, sie ist uns wichtig, auch wenn wir manchmal so tun, als wäre sie es nicht. Doch, sie ist es, auf jeden Fall. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich für die Betten? Warum brauchen wir überhaupt Betten? Achso, um die Nacht zu überspringen. Ich weiß gar nicht, ob du die Nacht überspringen kannst, das ist eine sehr gute Frage. Weil bei Minecraft geht es nämlich und deswegen, weil Terraria halt oft der 2D-Klon von Minecraft genannt wird. Ich weiß übrigens nicht, inwiefern das stimmt, ich habe Terraria viel zu wenig gespielt, um da mir irgendeine Meinung bilden zu können. Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe es ja auf dem PC eine lange Zeit gespielt, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob du mit den... Fuck. Verpiss dich. Ob du mit den Betten die Nacht überspringen kannst. Fuck. Guck, das war nämlich genau mein Problem. Ich saß da und kam nicht weg und dann haben die Schleimer mich einfach so knallhart gekillt. Ja, weil du halt kein Skill im Bauen hast. Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil halt die Steuerung auf der PS3 einfach so wahnsinnig frisselig ist. Also das ist... Ja, die ist schon nicht die schönste. Das haben auch schon einige Leute in den Kommentaren angemerkt. Es ist halt einfach sehr, sehr fummelig. Aber es ist natürlich klar, dass man mit dem Gamepad nicht ganz so präzise ist wie mit dem, wie mit der Maus. Und in zwei Hälften gerissen. Ich wurde hier also in zwei Hälften gerissen. Deswegen ist ja auch Cross-Gaming zwischen PlayStation und PC einfach der absolute Horror für Shooter-Spieler, glaube ich. Stell dir mal vor, du gegen so einen PC-Spieler bei Call of Duty. Das wäre, glaube ich, nicht so angenehm, wobei ich natürlich der Mega-Skiller bin und alles weg ohne. Oh nein, Opa. Nein, warte, ich weiß, was ich draufschreibe. Frank. Nein. Frank. Nein. Kürbis. Ich bin so gut. Du kannst ruhig mal weiterreden, solange es hört man die ganze Zeit das Klackern vom Controller. Klack. Hier ruhen Kürbis-Opas. Warum hier ruhen Kürbis 001? Warum... Wir werden bestimmt noch 999 tote Hasen voll machen, deswegen... Ach so. Das sind unsere Hasen. So. Oh nein. Die wurden einfach alle aufeinander geworfen. Und um das Ganze jetzt noch abzurunden, kann ich hier einen Pilz pflanzen? So ein Stapelgrab. Fuck, was habe ich jetzt getan? Oh mein Gott. Du hast ihn gefressen. Oh nein, ich wollte ihn nicht fressen. Irgendwie kann man die nicht blenden. Ich habe letztens auch aus Versehen so einen Pilz gefressen. Dabei mag ich nicht mal Pilze. Ich finde Pilze wahnsinnig süß, aber ich mag sie einfach nicht essen. Also ich kann auch keine Blumen jetzt irgendwie abbauen. Ach, egal. Nein, halt. Ich weiß aber, was ich mache. Was machst du? Eine Flackel hinblauen. So, jetzt ist es episch. Episch. Also wir haben jetzt einen Altar für unsere Hasen. Ja. Also wofür braucht man Betten? Ja, wie gesagt, ich werde es nochmal in der offiziellen Terraria-Wiki nachgucken. Scheiße, da muss ich ja schon wieder in so ein scheiß FAQ. Aber manchmal... manchmal kommt man nicht drum rum. Ich kann das halt auch nicht alles auswendig. Wenn ihr selbst Terraria spielt, wisst ihr das. Oder wenn ihr Minecraft spielt, wisst ihr das, dass man Sachen oder dass man in so Sandbox-Games sich unmöglich alles merken kann. Deswegen hatte ich auch, als ich Minecraft noch sehr intensiv gespielt habe, das Wiki auf dem Hotkey schon fast. Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Irgendwas saumäßig Wichtiges, wie alles, was ich sage. Die Wolken sind rosa, guck mal. Ja, weil wir Sonnenuntergang haben. Draußen regnet es. Draußen regnet es wie Sau und zwar schon seit mehreren Tagen. Wir haben Anfang Juni fast, wir haben Ende Mai. Es ist beschissen kalt bei uns und dabei sind wir in so einer Gegend, die eigentlich von normalem Wetter verschont bleibt, weil wir umgeben sind von irgendwelchen Bergen und Hügeln und sonst irgendwas. Also hier ist eigentlich eine ganz eigene Wetterlage, aber es ist so beschissen kalt einfach, das ist ätzend. So, und noch auf die andere Frage zurückzukommen, die du vor einer halben Stunde gestellt hast. Wir brauchen, um Betten herzustellen, einiges an Eisen, weil wir dann erst... das hier machen müssen, so eine Kette. Ach so. Und aus der Kette kann man dann irgendwie so ein komisches Sägeding machen und daraus kann man dann ein Bett herstellen. Boah. Das heißt, unsere nächste Arbeit wird sein, noch mehr minen und das Haus vergrößern und ihr schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder ob wir das ohne Aufnahme machen sollen, weil sonst machen wir es nämlich ohne Aufnahme. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, auf Twitter schreiben oder... Genau, wir haben sowieso viel zu wenig Follower auf Twitter. Ich bin sehr, sehr traurig. Eine Brieftaube schicken. Hase. Irgendwie so Brieftauben wären nochmal geil, oder? Schickt uns eine Brieftaube. Nennt sie Ezio. Ich wollte übrigens mal Tauben haben und ich hätte diese Tauben auch Ezio genannt. Alle. Irgendwie wird Mary es noch dazu bringen, eine Taube zu haben? Oder wird ihr Wunsch unerfüllt bleiben? Mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ja, wie gesagt... ist das jetzt Kürbis 22? Das ist jetzt Kürbis 21. Nee, ich habe keine Ahnung. Wir haben zu viele Kürbisse. Wir sollten ein paar umbringen. Kürbis 22 ist das jetzt. Fürs Protokoll. Okay.
Was ich eigentlich sage, du hast dich vorhin, ganz kurz, das muss ich jetzt auch sagen, Mary hat sich vorhin beschwert, dass wir immer zu lange brauchen, um irgendwie dann das Ende zu machen und Tschüss zu sagen und so. Jetzt wollte ich schnell noch eine Kurve kriegen, bevor wir die Viertelstunde voll haben und ein perfektes Ende reinlabern und dann kommt Mary auf einmal und labert mir volle Lotte dazwischen. Die braucht sich echt nicht zu wundern. Okay. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wir sind jetzt am Ende der Folge, es war wie gesagt eine etwas andere Folge, nächstes Mal wieder als Together mit zwei Personen. Wir hoffen trotzdem, dass sie euch gut gefallen hat und wünschen euch noch viele Wale. Genau, bevor ich jetzt kotze. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.